Hallo, da bin ich wieder. Heute ist der 13.11.2014. Heute ist zum 29. Mal der Todestag meiner Mutter. Ich widme dieses Video der Initiative Don't Smoke und dem lieben Herrn Kurt Kuch, dessen Videos und Postings mich immer wieder sehr bewegen. Ja, meine Mutter ist seit 29 Jahren tot. Wer andere Videos von mir kennt, weiß, dass ich bald 50 werde. Das heißt, ich lebe schon länger ohne Mutter als mit. Meine Mutter ist kurz vor meinem 21. Geburtstag an Krebs verstorben. Ja, an Lungenkrebs in dem Fall. Sie ist 55 Jahre alt geworden. Es sind 29 Jahre und es bewegt mich immer noch, ja. Und gerade wenn ich halt dann wieder ein bisschen mehr konfrontiert werde, so wie durch den Herrn Kuch, bewegt es mich noch mehr. Gut, meine Mutter ist an Krebs erkrankt, da war ich ungefähr 10 Jahre alt. Ich bin ein Einzelkind. Ja, man hat mir damals eben mitgeteilt, irgendwie so von heute auf morgen, deine Mutter hat Krebs, es kann sein, dass sie stirbt. Und ich weiß, ich habe damals, wir haben so einen Kleingarten gehabt, in der Hollywood-Schaukel gelegen und man dachte, versucht vorzustellen, was das heißt. Also in dem Alter sind ja Eltern für einen unsterblich, ne? Eigentlich. Also habe da irgendwie nie so sonderlich dran nachgedacht. Gut, also es war irgendwie für mich, gut, meine Mutter hat gestartet mit Brustkrebs. Meine Mutter, ja, da kommen wir jetzt zum Thema, meine Mutter und mein Vater haben in meiner Erinnerung immer geraucht. Mein Vater hat dann, das war eben eh so um diese Zeit, wo meine Mutter auch krank geworden ist, weil sich mein Vater dann selbstständig gemacht hat, aufgehört zu rauchen. Aber so meine Kindheitserinnerungen sind immer diese zugequalmten 70er-Jahr-Wohnzimmer. Ja, zugequalmt. Und ich weiß, dass ich, also was mir ganz in Erinnerung ist, ist beim Autofahren, ich habe immer hinten sitzen müssen, logischerweise, also ich habe richtig Atemnot gehabt, wenn beide im Auto geraucht haben, das war schlimm. Aber sonst bin ich damit aufgewachsen, dass meine Eltern halt immer geraucht haben. Also meine Mutter so mit Zigarette, Kaffee und ein Packerl Mannerschnitten. Das sind meine Erinnerungen. Ja, also eben, ich komme aus einer Raucherfamilie. Meine Eltern haben geraucht, mein Vater hat aufgehört. Meine Mutter hat trotz ihrer Krebserkrankung nicht aufgehört zu rauchen, obwohl mein Vater sie dringlich darum gebeten hat. Aber das Rauchen hat sie nicht sein lassen. Also ja, Rauchen, Kaffee, Antibabypille. War auch so ein Thema. Gut, meine Mutter hat Brustkrebs gehabt, da wurde ja die Brust entfernt. Das war, jetzt sage ich mal, relativ unspektakulär. Man hat gemeint, das ist damit erledigt und vorbei. Dann muss man natürlich zu Kontrolluntersuchungen gehen. Ja, der Krebs kam wieder. Ganz habe ich die Reihenfolgen jetzt nicht mehr so. Das sind einige Jahre dann vergangen, wo sie Lymphknotenkrebs hatte. Da wurde operiert, dann hat sie Chemotherapie bekommen. Und das war dann wieder eine sehr einschneidende Zeit für mich. Ich weiß, meine Mutter hat keinen Führerschein gehabt. Wir haben dann im Sommer bei einer Chemotherapie immer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ins Wilhelminenspital fahren müssen. Dort hat sie ihre Chemotherapie bekommen. Da habe ich dann immer danach einen Speckstangerl bekommen. Das war besonders lecker. Aber das Heimfahren war immer sehr interessant. So schaffen wir es nach Hause ohne Kotzen. Das kann ich mir erinnern. Auch dazu mussten wir damals, das war so eine Erinnerung, in Hitzing immer in den Schnellbus einsteigen. Und der Schnellbus ist dann immer so in den Kurven gefahren. Das war, ja, also das sind meine Erinnerungen an viele, also viele, meine Erinnerungen an einige Sommer immer wieder in Phasen Chemotherapie, Haarausfall, Perücke, das Tabu, auch meine Eltern haben dann beide, also zu dieser Zeit schon selbstständig gearbeitet in einem Geschäft. Damals wurde noch nicht so viel darüber geredet, also das ist irgendwie so unter dem Teppich irgendwie gekehrt worden und Aufklärung, und das war alles recht schwierig, ja. Und wie geht man damit um? Und ebenso quasi Krebs als Todesurteil war für mich damals schon noch sehr präsent, ja. Also das, ja, dass das eben nicht so ausgesprochen und die Heilungschancen auch nicht so groß waren. Ich weiß, es waren einige Frauen in der Gruppe, in dieser Chemotherapiegruppe, und ich kann mich an ganz, ganz viele Todesfälle erinnern. Also, ja, ja, also war irgendwie eine schwierige Zeit, aber wir haben das alles irgendwie überstanden und überlebt, wie man sieht, zumindest ich. Dann gab es schon auch Jahre, wo es gut gelaufen ist. Ja, also wo ich mich erinnern kann, da war es entspannt, dann sind wahrscheinlich auch diese Kontrolluntersuchungen in größeren Abständen gewesen und so. Ja, aber meine Mutter hat weitergeraucht, mein Vater wollte, dass sie aufhört, das war immer Thema. Gut, ja, dann kam das Jahr 1984, Ende 1984,
kann ich mich erinnern, hat meine Mutter irgendwie Verkühlung gehabt und ziemlich viel Husten und da war man sich nicht sicher und verschleppte Lungenentzündung. Und dann kann ich mich an einen Tag erinnern, da hat sie Blut gehustet. Und es ist wirklich interessant, als Kind weiß man es einfach, okay, das ist es jetzt. Und sie hat es wahrscheinlich auch gewusst. Gut, also das war der einschneidende Tag. Sie hat gespuckt, Blut gespuckt, Blut gespuckt. Gut, also Untersuchungen. Sie wollte dann sich gar nicht mehr den Befund abholen und hat mich geschickt. Ja, ich bin halt gefahren, habe den Befund geholt. Es gab auch in so einer direkten Kommunikation damals keine Befundbesprechung mit meiner Mutter, mit einem Arzt. Und war irgendwie seltsam. Jedenfalls war der Befund Lungenkrebs. Ja, der Befund war Lungenkrebs. Und meine Mutter hat gesagt, okay, kein Spital, keine Chemotherapie, ich kann nicht mehr. Ja, das ist jetzt natürlich da, ich weiß nicht, wie das jetzt alles rüberkommt. Also ich bin auf keinen Fall jemand, der sagt, keine Chemotherapie. Meine Mutter hat damals so entschieden, nach vielen Jahren Chemotherapie, das war für die Familie, für unseren kleinen Kreis, eine ziemliche Zerreißprobe. Ungefähr kennt wahrscheinlich jeder den Film Das Boot, wenn die da so runtertauchen und dann knallen die Bolzen. Also ungefähr war so war das. Mein Vater war entsetzt, das kann sie nicht machen und sie muss überleben und sie muss alles tun und sie kann ihn nicht verlassen und das geht nicht und auf keinen Fall. Und ich, keine Ahnung, also ich weiß noch, ich habe mich damals von meinem Freund getrennt, weil ich gewusst, also der hat das irgendwie nicht verstanden, gewusst, das ist jetzt eine Zeit, wo ich da sein muss. Und das ist die Entscheidung meiner Mutter. Ich muss ja da nicht ins Spital gehen und mich anhängen lassen. Und das tut man. Es ist die Entscheidung meiner Mutter, was immer sie entscheidet. Wie immer sie damit umgeht, ich bin da. Gut, wir hatten wunderbare 11 Monate. Ich muss wirklich sagen, wunderbare, weil diese Zeit, die wir hatten, war sehr schön. Sie hat zwar alternativmedizinisch was gemacht, wir haben Ärzte gefunden, die uns unterstützt haben. In ihrem Tun, auch mit Schmerzmedikamenten, das war ja damals, also eben, das war dann 1985, das war ja damals alles noch nicht so einfach, ja, also eben, wie geht man damit um, und dann kriegt man natürlich die Horrormeldungen, ja, Lungenkrebs mit der Luft und Erstickungsanfälle und so, haben wir uns alles erspart. Es war eine sehr bereichernde Zeit. Meine Mutter hätte in der Zeit auch versucht aufzuhören zu rauchen, hat dann irgendwie, also ich habe dann irgendwann gemerkt, sie raucht heimlich, habe ich gesagt, nein, Schluss, also nichts da. Es ist ihr Leben, es ist ihre Entscheidung, und so schwer oder so schwierig es für mich ist, das ist ihr, ja, aber heimlich nein. Heimlich nein. Ja, der Herr Kuch hat so nett in einem Video oder so nett, in einem Video gesagt, ihm ist so aufgefallen, ja, was man alles nicht erlebt, wenn man früh stirbt. Meine Mutter hat viel nicht erlebt, ja, weil sie eben früh gestorben ist, das stimmt. Sie hat viel nicht erlebt. Es war aber diese Phase der Auseinandersetzung mit der Krankheit für mich total prägend. Ich wäre heute nicht so, wie ich bin. Es war schlimm, die Zeit. Also angefangen von Verabschiedungen von Freunden, diese Arztbesuche, der Arzt, der dann irgendwann kommt und sagt, so, jetzt ist es also eine Frage von 2-3 Wochen. Gemeindearzt holen, wenn man, also meine Mutter wollte zu Hause sterben, da musste man Gemeindearzt kommen, weil der muss da ja irgendwie mit involviert werden, damit er dann auch den Totenschein ausstellen kann. Also diese ganzen Schritte, mein Vater war nicht fähig, ja, auch aus meiner Sicht damals verständlich, aber ich wusste, ich muss das irgendwie durchstehen. Also der war fertig, weil er seine Frau da jetzt verliert. Ja, Grab aussuchen. Also meine Mutter hat mich geschickt, dass ich hier ein schönes Grab aussuche. Mit einem schönen Blick und mit Sonnenschein. Ich habe das gemacht. Bin gefahren, habe ein Grab ausgesucht, habe Fotos gemacht, habe sie gezeigt. Sie hat sich von ihrem Vater verabschieden müssen. Der war damals 84 Jahre alt, mein Opa. Der konnte sie auch nicht mehr besuchen, weil es ihm nicht so gut gegangen ist und man natürlich auch Sorge hat, dass er sich viel zu viel aufregt. Das war telefonisch. Also damals hat es mit dem Handy und mit Skype und das alles ja nicht gegeben. Also es war irgendwie so im Vorzimmer am Telefon. Dramatische Szenen, wirklich dramatische Szenen, ja, aber es war, also es, ja, wir haben uns jeden Abend so verabschiedet, als wäre es der Letzte, wenn man nicht gewusst hat, ob sie in der Früh noch lebt. Man gewöhnt sich an das, man glaubt es nicht, man heult und heult, also, ja, man heult jeden Abend und irgendwann einmal ist es aber so, dass man sich jeden Abend verabschiedet und weiß, man weiß nicht, ob man sich in der Früh nochmal sieht. Ja, es war eine sehr interessante Zeit, es war eine sehr aufwühlende Zeit und diese Zeit hat mich sehr geprägt. Meine Mutter hat das alles getragen, also jetzt im Rückblick denke ich mir immer wieder, Wahnsinn, Wahnsinn, ja, sie hat es einfach getragen. Sie ist da durchgegangen und gesagt, gut, es ist meine Entscheidung und ich will im Garten sein, ich will draußen sein, ich will das Leben noch genießen. Und ich habe es auch nie wirklich hinterfragt, warum sie hat einfach gesagt, nein, und ich habe gesagt, ist okay.
Wir haben es gemeinsam zu Ende gebracht. Das Schöne war, dass es damals am 13.11.1995 noch einmal geschneit hat. Meine Mutter ist in der Früh aufgewacht, war total begeistert, dass sie noch mal den Schnee sehen konnte. Das war ein sehr schönes Erlebnis, ein wirklich sehr schönes Erlebnis. Also hat sie Frühling, Sommer, Herbst und Winter gehabt. Ja, es hat, also wir haben damals in Breitenfurt gelebt, das war dicht verschneit, das war sehr schön. Und es war auch ihr Hinweggleiten wunderbar. Also, ja, wir haben das Gott sei Dank alles, also ohne diesen ganzen Prophezeiungen, hinter uns gebracht. Im engsten Kreis der Familie. Ja, also dann kommen ja auch die, was macht man danach, anziehen und so weiter, kommt ja dann die Bestattung und abholen, und das sollte man rechtzeitig machen, damit man, ja. Habe ich alles mit meinem Onkel, der mir damals sehr geholfen hat, gemacht. Ja, und meine Mutter ist einfach schön von uns gegangen. Nichtsdestotrotz ist sie an Lungenkrebs gestorben und sie hat geraucht und geraucht und geraucht. Gut, ich rauche nicht. Ich bin aber auch nicht so der Suchtmensch, also natürlich war das abschreckend, keine Frage. Ich hätte hin und wieder mal probiert, so mit Freunden, mir eine zu wutzen oder so. Also ich vergesse einfach drauf. Für mich passt das nicht. Ich vergesse drauf und habe das Glück, dass ich es nicht tue, aber ich habe drei Söhne, die rauchen auch nicht. Gut, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, was hat meine Mutter alles nicht erlebt? Lieber Herr Kuch, ganz viel. Ja, das macht mich natürlich immer wieder noch betroffen. Sie kennt meine drei Kinder nicht, ja. Mein Vater hat wieder eine wunderbare Frau, das ist die Oma für die Kinder, da gibt es überhaupt nichts. Aber meine Mutter kennt sie nicht. Sie kennt meine drei Kinder nicht, sie kennt meinen beruflichen Werdegang nicht, sie kennt allerdings auch nicht meine Phasen meiner zwei Scheidungen. Es ist also nicht immer nur alles so positiv oder schwarz-weiß. Es gibt doch durchaus Sachen, wo ich mir denke, ja, es ist ja erspart geblieben. Ich habe ja auch einiges in meinem Leben angestellt, aber es ist trotzdem, ja, die Kinder fragen immer wieder, ja, also wie war denn die Oma? Und dann gibt es halt so Rezepte, die sie damals, also das ist halt das Rezept von der Oma, das machen wir immer noch und so ist sie in unserer Erinnerung. Es hängen also bei mir auch Bilder rum, ich habe auch so einen Kasten mit, also gerne altes Geschirr gesammelt, das schleppe ich immer, also bin viel über sie, das schleppe ich immer wieder mit, die Erinnerungsstücke an meine Mutter, ja. Aber das ist schon herb, also vor allem ich bin länger ohne Mutter auf der Welt als mit, das ist schon, und eben meine Kinder haben sie nie kennengelernt. Sie haben meine Mutter nicht kennengelernt, genau. Ja, und das macht mich schon auch immer noch betroffen. Jetzt zeige ich da mal kurz ein Bild hinein. Das ist da, sieht man, dass das nicht so spiegelt, das ist meine Mutter, noch in guten Zeiten, mit mir und einem Meerschweinchen. Ja, und dann habe ich auch ein Bild in weniger guten Zeiten mit Perücke, mit meinem Hund. Ich habe mir immer gedacht, wenn mein Hund stirbt, wird das das Schlimmste. Meine Mutter ist vorher gestorben. Insofern war das dann, dass der Hund danach gestorben ist. Anders. Der Hund war übrigens beim Sterbevorgang meiner Mutter dabei, das war auch ganz interessant, der hat sich von ihr verabschiedet, tatsächlich. Ja. In dem Moment, wo sie wirklich weggegangen ist, ja, es war am 13.11. um 18 Uhr, weil die solche Dinge merkt man sich dann, ja, wir haben so eine alte Uhr gehabt, die hat geschlagen. Sie ist 55 Jahre alt geworden und sie hat geraucht. Ja, ich hoffe, dass dieses Video Ihnen Mut gibt, durchzuhalten. Ihnen Mut gibt, durchzuhalten, aber auch zu sehen, es ist nicht immer alles so schrecklich. Also eben, ich habe ja jetzt 29 Jahre Zeit gehabt, mich immer wieder damit auseinanderzusetzen. Aber der Krebs ist irgendwie seit 40 Jahren in meinem Leben. Diese Erkrankung. Ja. Und das Rauchen, ja, ich finde es grauslich, es stinkt einfach. es stinkt einfach, ja, und ob es das wert ist, weiß ich nicht. Also, die Frage habe ich meiner Mutter nicht gestellt, ob es das wert war. Das habe ich eigentlich nicht gestellt, nein. Ich habe das akzeptiert, dass es ihre Entscheidung war zu rauchen. Ich habe akzeptiert, dass es ihre Entscheidung war, zu sagen, ich will keine Chemotherapie mehr. Ich habe genug von den vielen Jahren gehen und kotzen und weiß ich nicht, alles Mögliche. Ich habe das akzeptiert, ich habe das damals nicht hinterfragt. Ich bin an ihrer Seite geblieben. Ja, also was immer jemand entscheidet, das ist sein Leben. Also es gab natürlich viele Auseinandersetzungen mit meinem Vater, der gesagt hat, aber ich habe ja als Partner noch mitzureden. Ich weiß es nicht. Schwierig, eine ganz schwierige. Also da kam von dieser, die Zeit gestern auch so mit dieser Sterbehilfe, weil das gerade wieder jetzt Thema ist. Puh, ganz schweres Thema. Also ja, vielleicht kann man damit auch was anfangen.
Meine Mutter war glücklicherweise bis zum Schluss vollkommen klar da. Sie war schmerzmäßig so eingestellt und wir haben das Glück gehabt, dass da nie die Frage war, kann sie das jetzt alles noch selber entscheiden. Ich bin wirklich froh. Ich kann mich erinnern, dass ich einmal in der Nacht wachgelegen bin und gebetet habe. Ich bin aus der katholischen Kirche übrigens ausgetreten, aber ich glaube, dass man mir so lange die Kraft gibt, solange es nötig ist, das durchzustehen, weil man nie weiß, was kommt. Also man weiß ja nie, wie das Ende ist. Und wir hatten das Glück, dass das Ende so war, wie es war. Gut, lieber Herr Kuch, Sie halten durch, Sie machen das. Liebe Leute von Don't Smoke, ihr könnt das Video verwenden, für wen auch immer. Und alle, die das da draußen jetzt mitkriegen, Herz auf mit diesem depperten Chicken. Wirklich, es ist unnötig. Es ist echt unnötig. Aber wer es trotzdem tut, ja. Vielleicht bin ich ein Beispiel dafür, dass es nicht nur negativ ist. Ja, natürlich würde ich mich freuen, wenn es da jetzt draußen Leute, dann meine Mutter wäre noch da oder ich könnte sie besuchen, klar. Andererseits hat mich das alles, was ich mit ihr erlebt habe, sehr geprägt und mich zu einem anderen Menschen wahrscheinlich gemacht, als wenn das nicht gewesen wäre. Also diese Erfahrungen, wenn ich jetzt sage, ich möchte sie nicht missen, ist ja irgendwie blöd, aber es sind Erfahrungen, die man macht und die mich ja zu dem gemacht haben, was ich bin und wo ich es auch meinen Kindern weitergebe. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum meine drei Söhne immer noch nicht rauchen, obwohl der Vater der Söhne raucht. Vielleicht ist das auch mit dem Grund, weil ich es ihnen erzählt habe. Sie wissen von der ganzen Geschichte, wie es mir damals gegangen ist mit all diesen Dingen. Vielleicht war das ein Grund, dass ich jetzt drei Nichtraucher habe. Weiß ich nicht. Und vielleicht würde meine Mutter noch leben und rauchen, wäre es vielleicht auch anders. Also dieses Schwarz-Weiß funktioniert irgendwie nicht so. Und ja, es ist ein urlanges Video, aber es war auch ein urwichtiges Thema. Und es ist heute der 13.11.2014 und meine Mutter ist vor 29 Jahren an Lungenkrebs gestorben. Und bitte, liebe Leute, nochmal Herz auf mit diesem Scheiß-Chicken. Ja, es ist eh so teuer. Gibt das Geld für was anderes aus. Dann, danke. Danke fürs Zuhören. Danke.